Wenn Sie einmal ins Auge fassen, Bankrotte im 20. Jahrhundert, wo würden Sie die festmachen? Es gibt natürlich die herausragenden Daten 1923 und 1929 zunächst mal. 1923, also das, was man galoppierende oder Hyperinflation nennt auf der einen Seite, das heißt also das Zusteuern gegen die Wand des Staatsbankrotts auf der einen Seite und auf der anderen Seite also der Schwarze Freitag 1929, in dem ein Ereignis ausgehend von New York, von der Wall Street mit einem Mal das Umfallen. Verschiebung ist mit, der Black Thursday, genannt nach einem Schwarzen Freitag aus dem 19. Jahrhundert, als Erinnerung. Und der kommt hier am Schwarzen Freitag an. Und der kommt am Schwarzen Freitag an, also im Grunde wie eine Sturmwelle. Ne? Also wie eine, von einem Epizentrum aus wie eine Sturmwelle kommt es dann in Deutschland, in der Weimarer Republik an. Interessant an diesen, beiden Daten ist, dass beide Formen eigentlich Ereignisse sind, von denen man in früheren Epochen gesagt hätte, das sind rein spirituelle Ereignisse. Also Ereignisse, die wenig mit materiellen Dingen, mit Materiezuständen zu tun so haben. Wie sondern Saulus zu Paulus wird als ein Bekehrungserlebnis. Genau. Also man könnte es mit einem Ausdruck von Gilles Deleuze als eine Art körperlose Transformation begreifen. Es passiert etwas, aber an den Körpern ist dieses Ereignis nicht ablesbar, aber gleichzeitig hängen die Körper wie Marionetten an diesem Ereignis und fangen an, nach diesem Ereignis plötzlich zu tanzen. Die Gebäude bleiben stehen, die Börse bleibt stehen, also die Architektur. Sie bleiben stehen, wie bei Dornröschen, bis zum Jahr von 1929 bis 1932 bleibt etwas stehen. Ja, es bleibt etwas stehen und es zieht ein unsichtbares Ereignis, man könnte sagen fast wie ein Verkündigungsengel, durch diese Gebäude und hinterlässt eine Veränderung, die nicht mehr an materiellen Dingen ablesbar ist, aber alles bestimmt. Und dieses Verhältnis von manifester Sichtbarkeit, Spürbarkeit, Wahrnehmbarkeit auf der einen Seite und einem anderen, man könnte sagen, fast semiotischen Ereignis, das sich also in Zeichen, in Zahlen, in semiotischen Sachverhalten niederschlägt, zieht an diesen bestehenden, sichtbaren, wahrnehmbaren Dingen vorbei. Vielleicht ist das sozusagen auch die Schrecklichkeit des Bankrotts, dass er Landschaften hinterlässt, die plötzlich von einem Augenblick zum anderen zu Ruinen geworden sind, ohne dass etwas Sichtbares, das heißt der Einfall einer Hungersnot oder der Einfall eines Heereskorps, diese Landschaften verändert hätte. Und ich glaube also sowohl 1923 wie 1929 wären sehr gute Beispiele dafür. Auch man könnte sagen Beispiele, die die ganze Pathologie eines Ereignisses wiedergeben. Etwa, um ein Beispiel zu nennen, 1923, also im Zeichen der Hyperinflation, dass plötzlich in Irrenanstalten, in Nervenkliniken Leute auftauchen, die dem Zellzwang unterliegen. Das heißt also, die versuchen die Zeit und die im Maßstab der Zeit anwachsenden Geldsummen, die ja zu Billionen angewachsen sind, also eine Goldmark, so und so viel Billionen, Reichsmark, die versuchen, diesen Sachverhalt noch sinnlich zu fassen. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Wie kann man etwas, das also plötzlich ein Ereignis, das spirituell explodiert, sich nur noch in Zahlen niederschlägt, also in etwas, was körperlich nicht mehr fassbar ist. Wie lässt sich das? 60 Billionen Reichsmark. Wie lässt sich das sinnlich fassen? Das heißt also, wie kann ich so schnell zählen, von Stunde zu Stunde, um diesem Ereignis mit meinem eigenen Leben noch hinterherzukommen?
Und man könnte von diesen Sachverhalten, also auch von diesen Phänomenen der Hyperinflation, man könnte natürlich von einer Art fiskalischer Erhabenheit sprechen. Das heißt also, es gibt eine grundlegende Divergenz dessen, was für den Verstand, auch für den rechnenden Verstand noch fassbar ist, was aber die Fassungskraft der Sinne radikal überschreitet. Das ist also eine elementare Definition des Erhabenen. Und das führt zu Schwindelzuständen, ne? So wie einst es Kant beschrieben hat, wie man vor der Unermesslichkeit des Firmaments oder vor der Unermesslichkeit des aufgewühlten Ozeans Schwindelgefühle, Taumelgefühle entwickeln kann, so kann man angesichts der wuchernden Zahlen Taumelgefühle bekommen und wird mit der manifesten Unfähigkeit, sich ein sinnliches Pendant zu suchen, heimgesucht. Und das Ganze führt zu, wenn Sie so wollen, pathologischen Zuständen, wenn Pathologie auch bedeutet, pathisch, also empfindungsmäßig, affektiv davon berührt zu sein. Die Frage also, wie lässt sich etwas empfinden, fühlen, rezipieren in weitester Hinsicht, was die Fassungskraft der Sinne, die Fassungskraft des Körpers radikal überschreitet. Nach dem Mittelalter, ja, entsteht doch bei Menschen in Europa ein kleines inneres Licht. Es entsteht eigentlich zugleich mit reformatorischem Glauben, mit radikalisiertem Mittelalter, wenn man so will. Und dieses heißt, ich kann sparen, ich kann mir einen Wert vorstellen, unabhängig von der Zeit, unabhängig von meiner Lebenszeit. Ich kann mir für meine Enkel einen Gewinn vorstellen, den ich jetzt erwirtschafte. Das ist doch der Schatzgräber von Goethe. Das ist der Schatzgräber und das ist natürlich auch die Erfindung einer irdischen Ewigkeit, wenn man so will, die darin besteht, dass neben der natürlichen Reproduktion, das heißt also das aus der Lendenkraft, wenn man so will, ne, Kinder entstehen werden, dass neben dieser irdischen Reproduktion mit einem Mal etwas sehr klar kodierbar wird, was man symbolische Reproduktion nennen könnte. Und die Tatsache, dass also Besitztümer gespeichert werden können, dass sich Besitztümer in haltbaren Metallen etwa niederschlagen. Sie hacken können. Dass sie, genau, dass sie das Geld, hackende Geld, das mit einem Mal auftaucht und das ja auch das späte Mittelalter heimgesucht hat. Also man darf ja nicht vergessen, dass die Geldleier noch in einen eigenen Bereich verbannt wurden, den das Mittelalter eigens dafür erfunden hat, nämlich das Fegefeuer. Jetzt kriegen sie Zugang und es werden Schiffe ausgerüstet, der ostindische Kompanie und von den Gewürzinseln kommen jetzt der Gegenwert des Geldes zurück. Und das heißt, es entstehen Verzauberungen des Wertes. Ja? Und das Lichtchen, das ich in mir habe, Kraft Glaubens, kann ich mir Geld vorstellen und kann ich tauschen. Ja? Das kriegt jetzt als kleines Licht in jeder Ware. Ja, diesen Glanz, der die Spekulationen ausmacht. Ist das richtig? Man könnte es so formulieren, und es ist ja im Grunde nicht nur ein Licht, ne? Das heißt also auch eine Schrumpfform des ewigen Lichts, das also in Münzen mit zirkuliert, sondern das bedeutet auch Temperatur. Das heißt also, es ist nicht nur das Leben, es ist nicht nur die Sonne, es ist nicht nur der Organismus, der eine je eigene Temperatur hat, sondern auch diese Dinge, diese Wertdinge oder diese Wertfetische sind Wärme oder kälter, sie sind weniger oder mehr organisch und können als dieses fremde Leben, als ein Leben, das eine eigene Temperatur, eine eigene Geschichte und damit auch eine eigene Bewegungskraft hat, in Umlauf geraten und zirkulieren. Das ist, glaube ich, eine interessante Geschichte, also dass auf der einen Seite sozusagen im Innenleben der Individuen nun eine Moral gibt, die auf diese symbolische Verewigung hin Bezug nimmt, auf eine Verewigung, die sehr viel mit dem Akzeptieren ökonomischer Werte, ne, also auch ökonomischen Wertsteigerungen zu tun hat. Das ist eine neue Tugend. Die Tugend nicht von innen individuell hergestellt werden, unter Quälerei, unter Widersprüchen, sondern sie wird außen diktiert. Sie wird von außen diktiert und interessant ist, dass dieses neue Ding oder Wert Ding, das nun schrittweise in immer größere Zirkulationen gerät, das also nicht nur innerhalb eines Fürstentums, sondern innerhalb eines großen Territoriums dann über die Kontinente hinweg zu zirkulieren beginnt, plötzlich ein eigenes Leben mit eigenen Beinen, eigenen Gesichtern, einer eigenen Zeit zu leben beginnt und damit auch seine eigene Temperatur gewinnen kann. Vielleicht sind das diese drei Dinge, die mit der Tugend des ökonomischen Werts gegen
gegen Ende des Mittelalters und dann natürlich vor allem in den italienischen Stadtstaaten auftaucht, nämlich zunächst mal das Eindringen einer neuen Moral, die nur noch sozusagen in bestimmten Punkten mit einer christlichen Moral übereinstimmt. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre, insofern, als ich gottgefällig bin, wenn mein Vermögen sich vermehrt hat. Das heißt, ich kann außen zählen, wie gut ich innen bin. Also eine, ja, natürlich. Also eine Art, man könnte auch sagen, es gibt natürlich sowas wie eine rechnende Moral dabei. Übrigens sehr deutlich nachlesbar. Ein Maßstab für Fleiß, Maßstab für Intelligenz, ein Maßstab für Kontinuität. Auch ein Maßstab für Bosheit. Ne? Ja. Also wenn der Wucherer gegen Ende des Mittelalters ins Fegefeuer kommt, dann funktioniert dieses Fegefeuer natürlich genau nach diesem rechnenden Maßstab. Das heißt, man wird dorthin verurteilt und sitzt so und so viele Jahre ab. So viel Flammen, wie er und, Geld hatte. Genau, und kriegt auch so viel Zeit, auch so viel Höllenqualen, wie er Geld hatte. Und man wird im Laufe der Zeit von einem schwarzen, ne, für schwarzen seelischen Individuum zu einem weißen Feuer veredelt in einer gewissen Weise. Und das wäre die eine Seite, die dabei interessant ist, also dieser Zusammenhang von Moral und Rechnung, der sich herstellt und ein Zusammenhang, der, wenn Sie so wollen, sich bis in die Abrechnung von Gefängnisstrafen noch niederschlägt. Ne? Also die Zeit wird zu einer moralischen Recheneinheit. Das wäre ein Punkt. Das Zweite, dass dieses Wertding zunächst mal einen unabhängigen Charakter bekommen kann, also dass die Dinge wandern können, dass ein eigenes Leben entsteht, das nicht natürlich ist, das nicht seelisch ist, sondern das in einer seltsamen Zwischenform zwischen Material und Immateriellen zirkulieren, wandern kann, eigenes Leben entwickelt. Aber eben. Die Waren haben Füße, genau. Und sie laufen dahin, wo es ihnen nützt, wo es ihren Herren nützt. Ja. Das wäre also der zweite Aspekt dabei. Und der dritte, der, glaube ich, also spätestens seit der Renaissance bis hin dann zur Entstehung einer politischen Ökonomie entscheidend wird, dass dieses Leben zugleich eines ist, das sich mehr und mehr dem Wissen entzieht. Also das anfängt, hinter dem Rücken der Individuen eigene Kräfte zu entwickeln, hinter dem Rücken die Leute miteinander in Verbindung bringen, ohne dass sie es wissen. Also wir sitzen hier an einem Tisch zusammen, gleichzeitig aber sind wir mit anderen Sachverhalten, anderen Individuen oder anderen Personen der Bank, der Person eines Industrieunternehmens, viel stärker verbunden, als wir es hier und jetzt wissen können. Also diese drei Dinge, eine quantifizierbare oder zählende Moral, ein Leben, das eigene Prinzipien, eigene Beine, eigene seelische und physische Kräfte entwickelt und schließlich ein Zusammenhang, der hinter dem Rücken sozusagen in einem Raum des Nichtbewussten die Leute miteinander in Korrespondenz bringt, sie auch bewegt, auch wenn sie an Ort und Stelle körperlich sitzen bleiben, sind, glaube ich, die Komponenten, die ein neues Verhältnis des Einzelnen zu dem, was er über sich, über seine Moral, über seine Bewegungsfähigkeit wissen kann, herstellen. Es gibt sozusagen nicht nur einerseits dieses Schwindelgefühl, aber es gibt auch sozusagen einen lesbaren Roman. Mhm. Ja? Also wenn die Werte hochgehen, runtergehen, dann ist das für junge Menschen insbesondere, die das lesen können, ein spannender Roman. Kann man das so sehen? Es ist ein spannender Roman, der aber nun das Problem besitzt, dass die Ereignisse, die geschildert werden, denkbar unromanesk sind. Und das Problem, wenn also jeder Roman von den großen antiken Epen bis hin zum neuesten Roman darin besteht, Ereignisse sichtbar zu machen, erstens, und zweitens diese Ereignisse auch in einer plausiblen, das heißt nachvollziehbaren Weise miteinander zu verknüpfen, dann stellt dieser Sachverhalt eine enorme Probe auf das Narrative, auf das Erzählerische selbst. Denn es müssen Ereignisse erzählt werden, die nicht sinnlich sind, es müssen Ereignisse sichtbar gemacht werden, bei der Börse etwa, die keinen sichtbaren Zusammenhang besitzen. Es müssen also anästhetische Sachverhalte ästhetisch gemacht werden. Es kann nicht die Logik, nicht die Notwendigkeit, nicht ein Wille vorkommen, sondern alle Informationen, die erhältlich ist, ist im Moment des Börsenkurses, bereits im Börsenkurs enthalten. Ja. Und nur der Zufall kann hier Veränderungen geben. Der Zufall kann Veränderungen geben und man kann sagen, Ereignisse müssten erzählt werden, wie man statistische Kurven liest. Das heißt also, Ereignisse, an denen keine Personen, keine Willenskräfte, keine Entscheidungen, keine Befehle beteiligt sind, sondern dieses ganze personale Substrat in den Hintergrund tritt und eine statistische Kurve, die Kurve einer Börsennotierung übrig bleibt. Wie erzählt man dieses Ereignis? Ich glaube, das ist in der Erzählliteratur spätestens seit dem 18. Jahrhundert ein eminentes Problem. Den unsichtbaren
quantifizierbaren Zusammenhang aller Ereignisse erzählbar zu machen, rückübersetzen in etwas, was vielleicht auch ein homerisches Epos sein könnte. Wie kommen Individuen von einem Ereignis zum anderen, wenn diese Ereignisse nicht mehr darin bestehen, von Insel zu Insel zu reisen? Was nennt man einen Roman? Ein Roman wäre der erzählerische Zusammenhang disparater Ereignisse, der zugleich den Ort, an dem diese Ereignisse miteinander verknüpft werden, sichtbar machen kann. Anders formuliert, für jeden Roman gibt es sozusagen ein Prinzip, das er explizit oder implizit ausweist, von dem aus diese Ereignisse einen elementaren Zusammenhang sichtbar machen können. Um ein Beispiel zu nennen, in dieser Hinsicht könnte man natürlich von der Bibel als einem Roman sprechen, insofern jedes Ereignis mit dem anderen unter der Perspektive des Heils miteinander verknüpft sind. So könnte man natürlich auf einer anderen Seite die Odyssee als einen Roman im weitesten Sinne begreifen, als einen Roman, der jedes Ereignis mit dem anderen unter der Perspektive der Heimkehr miteinander verbindet. Und so könnte man unterschiedliche flächige, horizontale, im Sinne des homerischen Epos, oder aufstrebende, vertikale Ereignisketten anfügen, die jeweils die Bedingung der Verknüpfung von Ereignissen, die Frage also, wie komme ich von einem Ort zum anderen, von einem Zeitpunkt zu einem anderen, diese Bedingungen gleichzeitig mit sichtbar macht. Das ist also eine Grundform des Erzählens. Es ist eine Grundform des Erzählens, und das Interessante an diesem Erzählen ist, dass, glaube ich, jeder Roman, die Guten und die Schlechten, die Berühmten und die weniger Berühmten, diese Anstrengung unternimmt, die Verknüpfungstechnik in irgendeiner Form auch sichtbar zu machen. Es ist ein Schlüssel und es ist ein Speicher. Es ist ein Speicher all dieser Ereignisse. Roman ist also ein Gefäß. Eigentlich. Genau, Gefäß für Erfahrung. Ein Gefäß, oder ich würde wirklich sagen, ein Archiv. Ein Archiv für niedergeschriebene Ereignisse und deren Verbindung untereinander. Man könnte auch sagen, dieses eine Wort noch, dass wenn sich der Leser in dieses Archiv begibt, oder wenn er so tun könnte, als ob er sich auf die Position des Archivs der Turmgesellschaft stellen kann, dann hätte er sozusagen die Ereignismasse dieses Romans im Überblick vor sich liegen. Und was ist denn eine Börse? Börsencrash zum Beispiel im Verhältnis dazu? Ich glaube, wenn man es unter der Perspektive erstens der Erzählbarkeit und zweitens der Ereignisverkettung betrachtet, dann wäre der Börsenkrach eine plötzliche Auflösung von Ereigniszusammenhängen. Das heißt, also was nicht Herstellung, Gefäß, Speicher für Ereignisse, sondern die Beendigung, genau. Die Implosion, wenn das Gegenteil eines Romans. Wenn die Börse darin besteht, den Weg von einem Ereignis zum anderen, und in ökonomischer Hinsicht könnte man sagen, den Weg von einer Zahlung zur anderen, unter der Bedingung der Fortsetzung jeder dieser Operationen herzustellen, das heißt also, eine Perspektive herzustellen, in der jede Zahlung auf Hinblick von Gewinn und Verlust eine mögliche Fortsetzung, einen möglichen Anschluss garantieren kann, dann wäre der Börsencrash mit einem Mal die Auflösung dieses Netzwerks. Mit einem Mal sind bestimmte Operationen nicht mehr fortsetzbar. Die Wegnahme des Schlüssels. Genau, und Ereignisse zerfallen plötzlich. Zerschlagung des Gefäßes. Ja, oder die Auflösung einer Textur auch. Mit einem Mal wird dieses System, dieses Websystem, das ist eine ökonomische, zerfällt auseinander, und am Schluss hat man Singularitäten, Ereignisse ohne Fortsetzbarkeit übrig. Und was übrig bleibt, sind sozusagen, ist ein in Staub aufgelöster Ereigniszusammenhang, in dem die eigenen einzelnen Staubkörner, Singularitäten, ihren Zusammenhang nicht mehr finden können. Und jetzt muss viel Glaube investiert werden, um das wieder zu reparieren. Aber eigenartigerweise geschieht das ja. Eine Börsenkrise ist natürlich Ausbruch des Unglaubens, und oder man könnte auch sagen, es ist der Verlust eines Nichtwissens vom Betrug. Dieser Vertrauen, dieser Vertrauensvorschuss, der existieren muss, besteht in der seltsam paradoxen Wendung, dass ich Glauben akzeptieren, annehmen muss, in einer sinnvollen und das heißt auch ökonomisch erträglichen Weise betrogen zu werden. Beispielsweise 1923 die Verwandlung der Reichsmark, also dieser Explosion von Zahlen, dieser Hyperinflation in die Rentenmark,
Tag ist nichts anderes als ein sehr plausibler Betrug. Das heißt, der Versuch klarzumachen, dass mit einem Mal bestimmte Immobilien, bestimmte Ländereien gedeckt durch die Rentenmark verfügbar sein. Natürlich sind sie de facto nicht. Die Rentenmark ist eine Schatzanweisung auf die Berge, Flüsse, Seen und Felder des Deutschen Reiches, die aber dem Deutschen Reich nicht gehören, sondern in Privatbesitz. Genau, erstens das und zweitens, die jeder, der über eine Rentenmark verfügt, wiederum nicht verfügen könnte. Ja, das heißt also, der Betrug besteht darin, oder wenn Sie so wollen, die Schaffung einer Glaubenstatsache besteht darin, dass es eine Korrespondenz, das heißt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen immateriellen, spirituellen Ereignissen aufgedruckt in einem, auf einem Zettel Papier auf der einen Seite und materiellen Dingen gäbe. Kein Mensch, der diese Rentenmark in der Hand hielte, würde einen Tropfen Wasser dafür bekommen, würde einen Anteil an irgendeinem Territorium bekommen. Es gehört ihm nicht, sagen wir mal. Es gehört ihm nicht und der Glauben besteht darin, ein als ob Gehirn herzustellen. Ne? Also man operiert mit diesem Geld, als ob es in meinem Besitz wäre. Im Besitz ist tatsächlich nur ein immaterielles Datum, eine Zahl. Und da kann da bis 1949 eine Rüstungsindustrie, eine Liquidation des Krieges, also eine ganze Menge wirklich bezahlen, wirkliche Leistungen erfordern. Ja. Und das Gefühl, das hier auf dem bedruckten Papier steht, heißt, wir sind noch alle zusammen. Wir sind nach der Krise der Goldmark und der Weltkriegsmark immer noch alle da. Wir sind noch sehr lebendig. Ja? Und auf diese Gegenseitigkeit wird die Reichsschatzanweisung gegeben. Das ist richtig und das ist wie die Gründungsurkunde einer neuen Gemeinschaft. Ja. Ne? Eine Gemeinschaft, die mit einer winzigen Operation, das heißt die Ersetzung einer Zahl mit 10 Nullen durch eine Zahl mit 1, 2 oder 3 Nullen, in dieser Operation mit einem Mal einen neuen Sozialverband herstellt. Ein Sozialverband, der unter diesem, wenn Sie so wollen, betrügerischen Glauben von neuem zu funktionieren beginnt. Insofern erzählt Geld immer eine Geschichte. Darin jetzt wieder dem Roman ähnlich, aber sehr viel abstrakter. Mhm. Es gibt ja Romane, die versuchten, diese Geschichten zu erzählen. Also das Geld von Solar beispielsweise, wo es genau darum geht, wie sich unsichtbare Transaktionen, immaterielle Ereignisse dieser Art tatsächlich in Erzählung selbst niederschlagen. Ein Roman des französischen Schriftstellers. Von Solar mit dem Titel Das Geld.